Auferstanden? Auferstanden von den Toten? Das hätte ich nicht gedacht. Auch nicht nach all den Stories, die wir in den letzten Wochen gelesen haben. Denk an die ganzen Versprechen, die Gott den Propheten gemacht hat. Sag mir, wie hätte er sie denn sonst halten sollen? Dadurch hat er also die Sünde zerstört und herrscht jetzt als ewiger König? Am Kreuz hat Jesus den Tod erlitten, die Konsequenz unserer Sünden. Und jetzt lebt er in Ewigkeit und schenkt uns Vergebung und ein neues Leben. Alles, was Adam und Eva im Garten verloren hatten, hat Jesus für uns zurückerobert. Wie Hamude gesagt hat, Gottes perfekter Anfang, der große Bruch, Gottes Plan der Erlösung und Vergebung durch den Messias und das Happy End. Eine große Geschichte von Gottes Liebe und Gnade. Wo ist Jesus jetzt? In der Bibel steht, er sitzt zur Rechten Gottes als König der Könige. Und sein Reich wird niemals enden. Sein Geist arbeitet in den Herzen vieler Menschen in aller Welt und bewegt sie dazu, seinem Erlösungsplan zu vertrauen. Das ist eine ernste Sache. Ich meine, wie kann ich denn mit anderen darüber sprechen? Sieh dir all den Ärger an, den Abdullah und Bilal mit den Gruppen haben, die sie gestartet haben. Als ich noch nicht an Jesus als meinen Retter glaubte, wäre ich der Erste gewesen, der ihnen Stress gemacht hätte. Aber Abdullah und Bilal werden dir sagen, wie Gott seine Liebe in ihre Herzen gegossen hat und dass das neue Leben mit dem Messias ihnen all diesen Ärger wert ist. Ja, Mann, zu wissen, dass Gott dich ewig lieben wird. Echt mal, ich hatte keine Ahnung, wie sich das anfühlen würde. Ich glaube, und das Leben geht einfach so weiter? Alter, du hast keine Ahnung, was da in einem vorgeht. Was denn? Zuerst stellst du fest, dass all diese Ängste, die du immer hattest, über die du nie mit jemandem reden wolltest, die Unsicherheit, was andere über dich denken, die ewige Jagd nach dem Glück, ja sogar die Angst vor dem Tod. Wenn du Jesus Vertrauen schenkst, verändert sich alles. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist so, als ob du ein neues Herz bekommst, das mit Frieden und Freude gefüllt ist und du hast dieses Verlangen, zu Gottes Ehre zu leben. Ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe schon angefangen, in Gottes Happy End zu leben. Gott sei Dank, mein Freund. Du wirst die Welt sicherlich mit anderen Augen sehen. Nämlich wie? Zum Beispiel, ich konnte früher immer nur an Mädchen denken. Mädels, Mädels, Mädels. Jetzt, versteht mich nicht falsch, bin ich Gott immer noch dankbar, dass er die Frauen so gemacht hat, wie sie sind. Aber die Art und Weise, wie ich über sie denke, hat sich total verändert. Und obwohl ich immer noch Single bin, erlebe ich, dass Gott mir Freude schenkt. Ich verstand, dass ich immer versuchte, mir Gottes Vergebung durch religiöse Taten zu verdienen. Was ich Frömmigkeit nannte, war eigentlich Stolz. Ich merkte, Anbetung ist nicht eine Liste von Dingen, die ich tue. Anbetung ist das Vertrauen auf das, was Gott durch Jesus für mich getan hat. Und ganz praktisch, was kommt denn dann jetzt? Lesen wir doch mal, was Jesus seinen Jüngern nach der Auferstehung sagte. Matthäus 28. Und zwar von Vers 18 bis zum Ende. Dann kam Jesus zu ihnen. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch, bis ans Ende der Zeit. Also zuerst spricht Jesus hier davon, dass er alle Macht hat. Das haben wir in all den Geschichten gesehen. Leute, habt ihr eigentlich gehört, wie wir für Abu Musas Papa im Namen von Jesus gebetet haben, als er krank war und er sofort gesund wurde? Wie Jesus gerade gesagt hat, alle Macht heißt tatsächlich alle Macht. Abu Musas Papa ging schnell besser. Jeder hat das mitbekommen, aber was ist diese Taufe? Das ist ein Ritual, das Jesus uns gab, um zu zeigen, dass wir mit Jesus gestorben und damit auch der Sünde gestorben sind. Man geht unter Wasser. Genau. Und so wie Gott Jesus dann zum Leben erweckte, so erweckt er auch uns zu einem neuen Leben, gereinigt von Sünde und von Schuld. Heißt das, ich muss meine Familie verlassen, meine Kultur und meinen Namen ändern? Nichts von all dem. Es bedeutet nur, dass du dem Tod und der Auferstehung von Jesus vertraust. Es bedeutet, du unterwirfst dich Jesus als dem König und hast neues Leben in ihm. Hier ist das Video von meiner Taufe. Schaut mal. Abu Musa! Ja, Abdullah taufte Abu Musa, dann taufte Abu Musa und mich. Und dann taufte Allah mich und ich taufte Bilal. Aber was sagt er hier noch über die Taufe? Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das werden die Leute nicht kapieren. Wie soll man denn das erklären, Vater, Sohn und Heiliger Geist? Ich lehne diese Idee ja nicht mehr komplett ab, wie ich das vor ein paar Monaten noch tat. Aber so richtig verstehen tue ich das auch noch nicht. Ich auch nicht. Nur ein bisschen mehr als früher. Erklär mal, was du verstanden hast. Wir wissen, Jesus ist das Wort Gottes.
Und dieses Wort Gottes hat schon immer existiert. Genauso Gottes Geist. Er war schon immer da, so steht's ja hier. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Könnt ihr euch Gott ohne sein Wort vorstellen? Nein. Ohne seinen Geist? Natürlich nicht. Genau, es gibt nur den einen Gott. Gott hat sich durch sein Wort und durch seinen Geist geoffenbart. Wenn wir weiter zusammenlesen, werden wir noch mehr von Gottes Wesen sehen. Ich verstehe so halb. Gott lässt uns auch noch nicht alles vollständig verstehen in diesem Leben. Es gibt ein Happy End. Aber das kommt erst noch so richtig. Also der nächste Schritt ist erstmal die Taufe, die zeigt, dass das alte Ich tot ist und das neue Ich wird mit Jesus auferweckt zu einem neuen Leben. Was dann? Das habe ich auch von Abdullah gelernt. Gottes Wort hat immer die Antworten auf unsere Fragen. Was sagt Jesus als nächstes zu seinen Jüngern? Und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Was sagt der Messias hier? Vielleicht, dass er sie gelehrt hatte, wie dieses neue Leben aussieht. Und wie die Jünger müssen wir jetzt lernen, wie dieses neue Leben funktioniert, damit wir es leben können? Genau, mein Freund. Wir kommen jede Woche als Familie zusammen, um von Gottes Wort zu lernen, ihm gemeinsam gehorsam zu sein und es mit anderen zu teilen. Das hört sich immer noch ziemlich schwer an, mit anderen darüber zu reden. Alter, ich weiß. Am Anfang hatte ich auch richtig Angst. Aber was sagt Jesus hier am Schluss? Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Jesus weiß, dass es schwierig wird, besonders wenn wir uns ganz auf seine Seite schlagen und Gottes Story anderen mitteilen. Aber Jesus wird mit uns sein, um uns zu helfen. Ja, Abu Musa, Abdullah und Bilal haben auch Gruppen wie unsere gestartet. Genau, und diese Gruppen haben schon wieder andere Gruppen gestartet. In diesen Versen fordert Jesus quasi uns alle auf, Gruppen zu starten. Er will, dass alle Gottes Geschichte von seiner Liebe und Vergebung hören. Gottes Geschichte ist so angelegt, dass sie sich durch unser Leben multipliziert. Mit diesem Auftrag schickt Jesus uns los, für diese Botschaft zu leben oder sogar zu sterben. Wo nimmt man die Kraft und das Durchhaltevermögen her, so zu leben? Dank Jesus werde ich doch ewig mit Gott leben. Das gibt mir die Freiheit, die Menschen zu lieben. Jesus hat versprochen, ich bin immer bei euch, bis ans Ende der Zeit. Sein Geist lebt in uns und er wirkt auch durch uns. Das sollte jeder erfahren. Wenn man einmal entdeckt hat, wer Jesus ist, muss man sich entscheiden, ob man ihm folgen will oder nicht. Ihm zu folgen bedeutet, ihn als Retter anzunehmen und sich ihm als dem König zu unterwerfen. Ihn abzulehnen bedeutet, auch seinen Erlösungsplan und seine ewige Freude abzulehnen. Ich will ihm folgen. Was hindert uns eigentlich daran, uns hier und jetzt taufen zu lassen? Wenn ihr glaubt, hindert euch nichts. Ich glaube. Ich glaube. Wo gibt's Wasser? Glaubst du? Oder willst du mehr erfahren über Jesus und Gottes Plan? Wenn ja, dann bete jetzt von ganzem Herzen. Gott, ich danke dir für den Messias. Ich möchte gerne besser verstehen, wer er ist und wie ich ihm folgen kann. Amen. Diese Jungs haben wunderbare Dinge zusammengelernt. Jetzt bist du dran. Klicke hier, um mehr über den Messias zu erfahren. Du kannst uns auch kontaktieren und das Neue Testament selbst lesen.